Ja, unbedingt die letzten Sendungen schauen. Ich mache heute nur so ein bisschen Nachlese der letzten beiden wichtigen Sendungen. Ich glaube, das waren die 913 und 912. So, und hier unten rechts an dem rundlichen Ding anklicken und dann schneller drehen macht Freude. Wiedergabegeschwindigkeit auf 2 oder 1,5. Probieren, einfach probieren. Schneller hören macht Freude. Würde ich überall machen. Ja, also, die Giftigkeit, das Suchtpotenzial und die Gesundheits- und Glückszerstörung werden ganz drastisch unterschätzt. Also, wenn Sie an Nahrung denken, Nahrungsindustrie, alle unsere Parteien, alle unsere Leute in der Gesellschaft unterschätzen die Giftigkeit, das Suchtpotenzial und die Gesundheits- und Glückszerstörung, die von der Nahrungsindustrie ausgeht. Aber nicht, weil das sich da um böse Menschen handeln würde, sondern weil unser jetziges Wirtschaftssystem sie dazu zwingt. Ja? Und deswegen war es ja so wichtig, dass wir klar machen, dieses bösartige Wirtschaftssystem muss unbedingt verlassen werden und wir dürfen auf keinen Fall den Fehler machen, in solche schädlichen Systeme wieder zurückzufallen. Ich habe gerade gestern was von der Linken gelesen, ja. Das ist krassester Hass auf die Fähigen. Das ist quasi letztendlich dafür sorgen, dass der ganze Staat und die gesamte Gesellschaft in ein Gammeln übergeht, weil niemand mehr für Leistung belohnt wird. Also der Pseudokommunismus ist genau das Gegenstück zu einem naturbezogenen, von der Natur lernenden Leistungs- und Wettbewerbskommunismus, wo Leistung und Wettbewerb einfach als wichtig erkannt werden, weil die DNS einfach kennt es gibt kein Leben ohne Leistung und Wettbewerb, weil die DNS schon so ist, dass alles um Leistung und Wettbewerb geht, ja? Und jede Gesellschaft, die Leistung und Wettbewerb rausdrängen will, wie der Pseudokommunismus und hier so, das ist zum Scheitern verurteilt, ruiniert das Land. Allerdings ruiniert das hier die ganze Welt, nicht nur das Land, sondern die ganze Welt. Und deswegen gibt's eigentlich nur hier, da liegt die Diskussion. Hier muss man mit ihm hier reden, über die Schwachpunkte, dass auch dort die Giftigkeit, das Suchtpotenzial, die Gesundheits- und Glückszerstörung zum Beispiel von Nahrungsdingen weit unterschätzt wird und nicht erkannt wird und auch nicht gemessen werden kann und dass leider auch hier zu viel Sympathien zu pseudokommunistischen vorteilbringenden Irrtümern der verschiedenen Sparten ist und Erkenntnis aus der gestrigen Sendung, bitte schneller drehen, weil ich noch langsamer reden werde. Die Erkenntnis aus der gestrigen Sendung oder den letzten Sendungen ist ja gerade, dass die politischen Konzeptionen sich zusammensetzen aus den vorteilbringenden Irrtümern der verschiedenen Sparten der Gesellschaft. Ja, das heißt also, die Sozialsparten, Weltsozialsparten, NGOs, Gesundheitssparten, Nahrungssparten, Waffensparten, Behördensparten und so weiter. Alle Sparten der Gesellschaft schaden uns, senden vorteilbringende Irrtümer aus, machen eine Gehirnwäsche und aus diesen vorteilbringenden Irrtümern setzen sich auch die politischen Konzeptionen zusammen, außer hier. Ja, das ist halt nun mal unsere einzige Chance, die PDG, wie wir sie jetzt empfohlen haben, abzukürzen, die Partei des Gemeinwohls, wie es hier dann auch schon steht. Wo ist es? Da steht es auch schon, PDG, PDG, Partei des Gemeinwohls. Und ja,
Und hier bei uns finden Sie ja sowieso immer die Zentralinformationen, ausgehend von Weltrat und Next Scientist for Future. Und ja, also das heißt, die politischen Konzepte, ja, also ich fasse nochmal zusammen diesen langen Satz: Giftigkeit, Suchtpotenzial, Gesundheits- und Glückszerstörung werden generell von allen unterschätzt. Und Suchterzeugung durch Glückszerstörung, das ist das könnte man die Überschrift dieses Satzes nennen. Suchterzeugung durch Glückszerstörung, das ist das Wesen dieses Monsters hier an Wirtschaftssystem, in dem wir alle weltweit leben zurzeit. Ja? Dieses Monster muss beendet werden und durch die gesamte Diskussion über alle gemeinwohlorientierten Wirtschaftssysteme und Gesellschaftssysteme beendet werden. Na? GWG, GWW, GWO, GWÖ, die weltberühmte GWÖ gehört trotz ihrer Mängel rein in die Diskussion. Unsere jüngere Schwester, und für alle, die sich schwer tun, sich von den Worten Sozialismus und Kommunismus zu trennen, es gibt einen realistischen kommunistischen Gedanken, nämlich den Leistungs- und Wettbewerbs- oder Leistungswettbewerbskommunismus. Aber vergessen sollten Sie die Illusion des Pseudokommunismus und des Pseudosozialismus einfach wegstreichen. Das ist nur was Verrücktes. Da setzen quasi nur irgendwie das am Ende, ja, die klingen so sozial, die Parteien und die vorteilbringenden Irrtümer der Sozialsparten und so weiter, die klingen so sozial, erzeugen aber Sozialfälle, sind also das Unsozialste, was geht. Ja? Und bei den Parteien und bei den vorteilbringenden Irrtümern, ja, der Alkohol-, Zucker- und Tabakindustrie und der anderen uns alle suchtkrank machenden Industrien und so weiter, da klingen die vorteilbringenden Irrtümer und die Parteisprüche, die klingen so nach Wirtschaftswunder, erlauben aber das Suchtkrankmachen und das Kaufsüchtigmachen der Bevölkerung, zerstören also unser aller Leben, auch das der Reichen. Das Leben der Milliardäre wird auch durch die Suchterzeugung durch Glückszerstörung erzeugt. Das heißt, also die Glückszerstörung trifft auch die Milliardäre mit voller Breitseite. Ja? Deswegen, liebe Milliardäre, stellt euch auf unsere Seite. Es geht darum, euer Leben glücklicher zu machen und das Leben aller Menschen gleichzeitig glücklicher zu machen. Ja? Ja, also nochmal, die ganzen vorteilbringenden Irrtümer all derjenigen Parteien, die so eher hier sich ganz offen dazu bekennen, zu diesem Monster des neoliberalen, marktradikalen, bösartigen, patriarchalen, kapitalistischen, sozial-marktwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäudes, da klingen die vorteilbringenden Irrtümer so nach Wirtschaftswunder, erlauben aber das Suchtkrank- und Kaufsüchtigmachen der Bevölkerung und damit übrigens auch die Übernutzung der natürlichen Ressourcen. Ne? Das bedingungslose Grundeinkommen, ja, das hat auch die Tendenz. Das große bedingungslose Grundeinkommen, fürchte ich, hat die Tendenz, ganz viele im Sozialfallleben festzuhalten. Ja? Das heißt, das führt nicht dazu, dass die Menschen aus dem Sozialfallleben rauskommen, sondern hält viele dann auch noch dort drin fest, so nach dem Motto: Ja, ich hab doch alles, ja. Und dann finden sich die Leute ab, im Abseits der Gesellschaft zu leben, und werden dann betreut von den Sozialsparten, und die freuen sich über ihre wachsenden Karrierechancen. Ja? Also deswegen nur unsere Politik, nämlich Anreize für Sozialsparten und zum Beispiel Arbeitsamtmitarbeiter, nur
wenn Menschen in Arbeit kommen, gibt's Belohnung und sonst nicht. Ja, das heißt also, wir wollen eine Gesellschaft mit null Arbeitslosen, null Obdachlosen, null Kriminalität und nicht das Profitieren der entsprechenden Sparten von immer mehr Kriminalität, immer mehr Obdachlosigkeit und immer mehr Sozialfällen und Arbeitslosen, ja? Also das genau darum geht es. Wir müssen die Gefährlichkeit der Sparten beenden und das geht nur in einer Gemeinwohlgesellschaft, ja? Das ist das. Nur dort wird Gutes tun für alle belohnt, während das hier erlaubt Profite auf Kosten der Menschheit und das führt zu einer Gammelgesellschaft, einer Gesellschaft der Abwanderung. Ich habe mich übrigens erkundigt. Also es ist nicht so, dass wir jährlich haben wir zwar in der Gegend von 200.000 Abwanderung aus Deutschland, aber der reine Nettoverlust, wenn wir jetzt also rechnen, hochkompetente Personen, teuer ausgebildete Personen verlassen Deutschland und hochkompetente Personen kommen aber nach Deutschland, wieder zurück teilweise und so weiter, dann haben wir aber nur einen Nettoverlust von 50.000 Hochkompetenten aus Deutschland. Und die dafür übrig bleibende Einwanderung, die wir bekommen, bestehen aus sehr wenig kompetenten Personen. Das heißt also auf Deutsch gesagt, 50.000, wir verlieren eine mittlere Stadt, fast schon eine halbe Großstadt sozusagen, verlieren wir jedes Jahr an den fähigsten, an den mit den größten Gehirnen und der größten Intelligenz, verlieren wir an die Restwelt und kriegen dafür Zuwanderung von hier. Und das ist ein Todesurteil für jede Gesellschaft. Und davor verschließen alle die Augen, weil ja die ganzen vorteilbringenden Irrtümer in den Köpfen zum Beispiel der Sozialsparten ja sagen, es gäbe quasi die Evolution nicht. Die Sozialspartler sind eigentlich versteckt Kreationisten. Ja? Die ganze Evolution gibt es nicht. Es gibt diese Ungleichheitserzeugung durch Evolution nicht. Dass es also in jedem Zustand immer wieder unterschiedlich große Gehirne geben wird, genauso wie es immer wieder unterschiedlich große Menschen geben wird, weil das Wesen der Evolution und der DNS ist und so weiter. Das ist also unausrottbar sozusagen. Natürlich könnte man hingehen und jedes Kind sozusagen versuchen aber so weit ist die ganze Gentechnik noch nicht, dass wir jetzt plötzlich alle auf 1,85 Meter Körpergröße zum Beispiel eichen können. Denn jede körperliche Eigenschaft ist ja auch durch viele Gene bestimmt und bis man das durchschaut, vergehen wahrscheinlich noch ein paar tausend Jahre oder so, bis man durchschaut, wie die Interaktionen da wirklich sind. Also, so bis so dahin müssten wir mindestens akzeptieren, dass die Evolution einfach so ist, wie sie ist, ja. Und ich habe sogar sowieso Zweifel, dass wir es irgendwie besser machen können als die natürliche Evolution, ne? Ja, und dann ist ja die Idee sozusagen die gewesen, dass wir ja sehen, dass wir sozusagen Grundidee, wollen wir Lobbyismus, Einfluss der Wirtschaft auf die Politik vollständig wegkriegen und sofort wegkriegen, dann müssen wir eine Leistungsmessung für Politiker einführen, dann die Stiftung Warentestisierung der Welt und damit auch für die Politik einführen. Und da wäre es auch möglich, man könnte, dass der kleinste Weg, eine Vergleichbarkeit zu schaffen, ist, dass wir einen Bundeskanzler Nord und einen Bundeskanzler Süd einführen, wo vielleicht so ein schräger Strich durch so eine Grenze gezogen wird, so schräg, so dass wir im Norden ein paar Bundesländer der früheren DDR mit drin haben und im Süden auch ein paar Bundesländer der früheren DDR drin haben und dass dann sozusagen geguckt wird, Bundeskanzlerin Nord, Bundeskanzlerin Süd, ja, das wäre
zum Beispiel die einfachste Möglichkeit, eine ganz direkte Vergleichbarkeit zu machen. Da könnten die Bürger auf eine ganz einfache Weise Informationen kriegen. Aha, die Koalitionsregierung, die Parteien, die gerade Nord regieren, bewirken bei ihren Kunden also ein schlechter Werden von Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand. Und die Kanzlerin, die gerade Süd regiert, zusammen mit den Parteien XYZ, die bewirkt eine Verbesserung bei Wohlfühlen, also zum Beispiel Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme, Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand der Bewohner von Deutschland Süd, ja, also von Bundestag. Wir hätten dann Bundestag Nord, Bundestag Süd. Jeweils die Hälfte der Abgeordneten sozusagen, ja, und hätten dann, damit würde, wäre auch keiner bedroht, seinen Platz zu verlieren, und wir hätten zusätzlich einen Kanzler mehr, wir hätten also dann quasi zwei Bundesregierungen und schon haben wir eine Vergleichbarkeit. Die andere Idee war ja, dass wir alle 16 Bundesländer, dass wir quasi die Bundesregierung abschaffen und alle 16 Bundesländer da 16 Kanzlerinnen haben und 16 Staatsregierungen quasi. Und dann könnte man auch überlegen, wie man aus den 16 vielleicht 8 oder 10 Bundesländer macht. Man könnte ja die kleinere benachbarte Bundesländer zusammenlegen und so weiter. Also man könnte ja einfach sagen, es reicht ja Größenordnung 10 vergleichbare, es würden vielleicht auch 6 bis 8 vergleichbare Bundesländer reichen, und damit wir dann die Leistung von Politikern objektiv messen können und damit eine Transparenzgesellschaft erreicht ist, bei der im Prinzip jeder weiß, was er wählen sollte. Jetzt kann man natürlich überlegen, dann könnte man ja theoretisch Wahlen abschaffen, aber wir sind ja immer der Meinung, so wenig Änderung von wichtigen Sachen wie möglich, und wir haben uns jetzt an die Wahlen gewöhnt. Außerdem sind die Wahlen immer noch eine wichtige Möglichkeit, eventuelle Fehler zu korrigieren, so dass also die Wähler dann eben auch nochmal, die können ja dann eben auch eine von den offiziellen Zahlen abweichende Wahlentscheidung fällen, falls es doch mal Hinweise geben sollte, dass tatsächlich in Deutschland so etwas wie Wahlbetrug und Wahlfälschung Einzug halten sollte, was überall immer wieder mal behauptet wird, aber hoffentlich nicht der Fall ist, denn sonst hätten wir ja überhaupt nichts mehr. Dann würden wir ja gerade in einer reinen Diktatur leben, wenn es wirklich so wäre, dass es einfach, dass die Demokratie abgeschafft worden wäre, weil einfach Wahlbetrug die Welt bestimmt, ja. Wenn das der Fall sein sollte, dann haben wir eh alle verloren. Dann ist alles vorbei, ja, weil dann sind wir ja in reinen Diktatur, weil die Wahlen fälschen, ja, dann alles bestimmen, ja, dann wäre es eine Diktatur der Wahlfälscher sozusagen. Ja, und dann haben wir sowieso verloren, ne, alle. Und dann, alle konsumieren. Was ist das? Alle konsumieren Infrastruktur. Ah ja, das ist nochmal ein wichtiger Gedanke. In den letzten Sendungen habe ich nicht deutlich gemacht, dass auch ein Faktor ist, warum Menschen, die arbeiten, trotzdem netto subventioniert werden, sozusagen, von uns, also von denen hier, von den Fähigen, bezahlt werden, obwohl sie arbeiten, liefern sie keinen Beitrag zu der Gesellschaft, weil ja jeder Bürger Infrastruktur konsumiert. Also auch ein Armer, der irgendwie ein Auto fährt, ruiniert mit dieser Kiste die Straßen sozusagen. Und
diese Abnutzung der Infrastruktur, die, wenn man die auf jeden einzelnen Bürger umrechnet, dann hat ja jeder, konsumiert ja eine große Summe Infrastruktur. Und wenn jemand zum Beispiel Steuern und Abgaben im Jahr zahlt von 10.000 Euro, aber Infrastruktur abnutzt von 20.000 Euro, dann muss er ja von den Fähigen quasi mit 10.000 Euro pro Jahr bezuschusst werden. Quasi die müssen ja dann größere Teile der Infrastruktur bezahlen für den, weil er ja mit seinen Steuern und Abgaben gar nicht, noch nicht mal seine eigene Infrastrukturabnutzung bezahlen kann. Ja, also das muss man sich eben klar machen. Also viele Arbeitende zahlen weniger Steuern und Abgaben, als sie an Infrastruktur konsumieren. Das war nochmal ein wichtiger Nachtragsgedanke. Ja, und ansonsten das habe ich aber, glaube ich, schon erwähnt, dass meine entscheidende Erkenntnis ja war, dass ich dadurch, dass ich mit 10 Jahren angefangen habe, mich in die Wissenschaften einzudenken und einzuarbeiten und einzufühlen, dass ich halt sehr früh zu dem Ergebnis kam, dass es unseren Vorfahren vor 400.000 Jahren, unseren Ur-Ur-Urgroßeltern, vermutlich 10-mal besser ging als mir heute in dem heutigen kranken, in der kranken Lebensform von heute sozusagen. Und ich habe ja schon erwähnt, die herrlich weißen Zähne der Gorillas, wo wir alle nur von Neid erblassen können, ja. Also Lebewesen, die unser kranke Lebensform nicht haben, krankmachende Lebensform nicht haben, die eine Gesundheit ausstrahlen, wo Professor Franz de Waal gesagt hat, nach 20 Jahren der Beobachtung unserer engsten Verwandten, der Bonobos, keine Spur, auch nur einer Krankheit gesehen. Und bei uns laufen die Leute alle, laufen lauter Schwerstkranke durch die Städte, gekennzeichnet von Degeneration und Schwerstkrankheit. Also das ist alles eine Katastrophe. Also es ist, die Lösung liegt also darin, Gutes tun zu belohnen, damit wir endlich aus der Degenerationsrichtung rauskommen, die wir gerade haben. Und nur über, ja, leider ist es so, dass alle Parteien uns unser Leben zerstören und nur die Partei des Gemeinwohls ist unsere einzige Chance. Also auch, wie gesagt, alle Basismitglieder, ihr dürft ja Mehrfachmitgliedschaften haben. Die Partei des Gemeinwohls erlaubt Mehrfachmitgliedschaften, also alle Basismitglieder. Ihr werdet ja jetzt das Scheitern eurer Partei erleben bei der Bundestagswahl und den ganz großen Frust erleben und dann bitte in die Partei des Gemeinwohls. Alle, die wirklich was verstehen von der Sache, nämlich dass es völliger Unsinn war, jetzt diese die Basis jetzt aufzustellen als ja, quasi letztendlich, wo ist es, die Basis letztendlich als in der Nähe des pseudokommunistischen und der sozialen Dreigliederung zu orientieren, dass das ein völliger Unfug ist, denn die Wahrheit, die Lösung für alle Probleme und für alle lautet zu erkennen, Schweinegrippe, Vogelgrippe, Corona, das ist alles eben nicht unabhängig vom Wirtschaftssystem und es ist nicht unabhängig von der Verfassung und vom Grundgesetz. Wir müssen eine Gemeinwohlgesellschaft, wir müssen eine gemeinwohlorientierte Verbesserung des Grundgesetzes vornehmen und so weiter. Und wie gesagt, da ist ja dann ganz viel hier zu lesen, ganz hier ist es. Es ist ja jetzt viel mehr Material drin, um wirklich ganz tief sich einzufühlen in gemeinwohlorientiertes Empfinden hier. Warum Gemeinwohlwirtschaft? Na, was geht das nicht? Warum Gemeinwohlgesellschaft? Gemeinwohlwirtschaft und Gemeinwohlgesellschaft.
Und da ist eben ganz viel Inspirationsmaterial, das, wo man dann eben sehen kann, ja, hoppla. Ja. Ja, ich fasse zusammen und gehe erstmal wieder zurück hier. Mein Leben wird durch alle Parteien zerstört. Alle 47 Parteien, die im Moment antreten, zerstören mein Leben und ihr Leben auch, liebe Wählerinnen und liebe Zuhörerinnen. Und wir haben jetzt, immerhin haben wir jetzt die Chance, die zwei Chancen, daraus rauszuflüchten. Partei des Gemeinwohls, jetzt da sofort sich melden, sofort melden bei der Partei des Gemeinwohls. Und wir haben, ja, was ist die andere Chance? Wir haben die generell zweite Chance, wo sich allerdings bis jetzt nicht allzu viel tut. Die superglücklichen Kommunen, also stellen sich vor, 50 Millionen Menschen würden in Kommunen leben in Deutschland, die eben diesem Leistungs- und Wettbewerbskommunistischen Gedanken entspringen, ja, dem urmatriarchalen pazifistischen Bonobo-Schenker-Kommunismus ähneln und so weiter. Das wäre auch eine Möglichkeit, viel glücklicher zu leben. Ja? Also, ich fasse zusammen. Und ja, wir supervidieren ja auch alle schon existierenden Kommunen, also die Kommunen, die merken, dass sie überhaupt nicht glücklich sind, dass sie eigentlich vom Glücklichsein kilometerweit entfernt sind, die also so viel Realismus aufbringen. Wir beraten und supervidieren die natürlich mit dem Dream Team, Dylan und Diplom-Theologe Jürgen Wagner Öff natürlich kostenlos hin zum richtigen Weg. Ja? Ja, das war's mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute, mit dieser Vorlesung unserer Mini-Universität im Internetfernsehen. Tschüssi, bis bald.